Ist die Hoffnung zurück an den Märkten? Naja, sagen wir mal so, beim DAX ist es noch relativ verhalten, wenn man ehrlich ist. Immerhin hängen wir noch an der Unterstützung fest. Ihr seht das hier, dass wir die März-Unterstützung hier immer noch in Rufweite haben sozusagen. Der Markt sich also seitdem zumindest mal nicht weiter nach unten abgesetzt hat. Richtig glücklich scheint man aber hier mit der Long-Seite noch nicht zu sein. Also zumindest ich bin es nicht, denn wenn ich mir ehrlich das vorstellen soll als die tolle Errungenschaft hier auf der bullischen Seite, na gut, ich weiß es nicht. Immerhin nicht schlecht. Ich will das mal einmal groß machen, damit man das visuell noch mal ein bisschen klarer sieht. Dieses hier im Verhältnis zu dieser, da finde ich die Long-Seite auf jeden Fall besser. Also ich sag mal, dieses Bild hier hinten ist vielleicht noch ein bisschen fragwürdig, aber auch hier sind wir eher stark auf der Aufwärtsseite unterwegs. Ja, da hinten lässt das dann so ein bisschen nach, aber da wartet man vielleicht jetzt auf das, was heute Nachmittag kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Anbetracht dessen, dass wir übergeordnet ja eine ganz gute Unterstützung haben und zumindest mal der Wille für starke Bewegung nach oben nicht ganz weg ist, würde ich sagen, ist die Chance, dass wir uns generell nach oben entwickeln, relativ gut aktuell. Ich muss allerdings sagen, dass mir dieses Bild, und da seht ihr schon daran, dass ich diesen Pfeil sehr weit nach rechts noch gezeichnet habe, sehr undeutlich finde. Was soll das denn jetzt hier sein? Wird das hier noch irgendwie was mit nach unten aufgelöst? Irgendwie, keine Ahnung, sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde in diesem Moment jetzt hier relativ wenig tun. Ich würde das tatsächlich abwarten, was die Amerikaner machen, denn da gefällt mir das Bild, was das angeht, noch viel besser. Die Tendenz also beim DAX durchaus nach oben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das heute Nachmittag so angeht. Ich habe da so meine Zweifel, wie ihr hört, aus meinen Zögerlichkeiten. Na gut, gucken wir auf den Dow Jones, auf den amerikanischen Markt mal allgemein. Erstmal mit dem Dow Jones. Das Bild sieht nämlich auch da ganz interessant aus. Ihr seht schon, dass wir hier im 5-Minuten-Chart, ich mache auch das Bild noch mal ein bisschen größer, die letzten Bewegungen eigentlich relativ stark nach oben haben. Das sind so diese Klassiker, die ich eigentlich besonders toll finde. Auch hier hatten wir sowas wie einen Dreiweller hier runter. Dreiwellig ist häufig korrektiv. Das ist für einige hier schon ein möglicher Einstieg für die Long-Seite. Auch wenn das bisher hier ebenfalls noch relativ zögerlich war. Aber trotz alledem hat man den Eindruck, dass zumindest mal die Aufwärtsseite nicht die schlechtere in diesem Fall ist. Vielleicht ein Punkt, den ich ganz gerne in dem Moment nochmal prüfe, ist so die Fibonaccis vom Tiefpunkt zum Hochpunkt. Wir sind ja jetzt hier sehr intraday-mäßig unterwegs, aber für all diejenigen, die sich hier kurzfristig engagieren wollen, der Markt hat immerhin diese Zone schon mal erreicht. Ich würde mich nicht wundern in Anbetracht dieser Situation, dass er das vielleicht auch nochmal ansteuert, aber auch das würde die Abwärtsbewegung aus meiner Sicht eher korrektiv anmuten lassen. Das heißt, ich bin weiterhin eigentlich eher auf der bullischen Seite verortet. Also ich denke mal, die Chance für steigende Kurse ist einfach die bessere aktuell. Erst wenn wir hier drunter gehen, das ist aber ungefähr 30.600, da würde ich dann tatsächlich sagen, ist es ein bärisches Bild, wird immer mehr, immer realistischer. Ich glaube aber gar nicht, dass wir so weit noch gehen müssen. Also ihr seht ja, meine Zeichnung hat schon hier bei der 50er-Marke, das ist 3680. Also ich sage mal, da würde ich dann langsam anfangen, was hat er denn vor? Und wenn es dann weitergeht, auch diese Marke durchstößt hier 30.600, um Himmels Willen, oder noch tiefer, dann wird das natürlich immer böser, das Bild. Solange wir oberhalb bleiben und vielleicht sogar gar nicht mehr so weit runtergehen, es ist ja auch denkbar, dass wir das gar nicht mehr ausprobieren müssen, sondern dass wir vielleicht nachher sowas bekommen, dann ist sowieso eine Long-Situation. Aber auch für die etwas übergeordneten, ihr seht hier, dieses Zwischenniveau, was wir hatten, das war zum Tageswechsel 4. auf 5. Juli ungefähr bei 31.215, so ganz grob jetzt, also aber in dieser Höhe. Wenn wir das durchstoßen, wäre das eigentlich, naja, vielleicht nicht so schön symmetrisch, aber zumindest mal erstmal kein Zeichen direkt für die Short-Seite. Insbesondere, wenn dieser Bruch zusammenfällt mit einem Verlaufverhalten, was eben stark nach oben und eher wackelig nach unten ausfällt. Also ihr seht, wir haben hier eine ganze Reihe von Bruchmarken, die wir uns angucken können. Hier, ihr seht das. Immer wieder, wenn diese Zwischenhochs da durchbrochen werden. Ich bin gar nicht so ein großer Freund auf den höchsten Punkten. Jetzt kann man sagen, macht ja nicht viel aus, aber der Logik entsprechend finde ich es schöner, eben ein bisschen niedriger einzusteigen. Dann gibt es auch eine bessere Chance, den Stop nachzuziehen, also hier auf dieser Höhe und nicht auf der Höhe dann entsprechend. Also, ihr seht es, das Bild ist nicht so schlecht, ehrlich gesagt, für die bullische Seite.
Was den amerikanischen Markt angeht, beim DAX ja auch so ein bisschen so die Tendenz. Was den Dow Jones angeht, finde ich das auf jeden Fall das bessere Bild. Allerdings mit der Erlaubnis, dass wir, so tief nicht mehr, aber dass wir bis dahin, was ich vorhin gezeichnet hatte, hier im 5-Minuten-Chart nochmal zurückfallen, spult notfalls nochmal zurück, wenn ihr die Marken nicht mehr auswendig kennt. Das Interessante ist, dass es beim S&P 500 natürlich relativ ähnlich ist. Wieso ist das interessant? Die sind doch amerikanisch, die machen doch eh immer alles gleich, nicht ganz. Denn der S&P steht stark unter dem Nasdaq-Einfluss, den wir uns ja gleich auch noch angucken. Und deshalb ist es schon wichtig zu sehen, trifft das den Markt hier oder den breiteren Markt hier auch oder nur die Dow 30-Titel in dem Fall, die ich eben angesprochen hatte, in dem entsprechenden Kontrakt. Das ist jetzt hier der S&P 500 Future. Ihr seht schon, die Bilder gleichen sich hier ein bisschen, also auch hier die starke Aufwärtsseite. Wir sehen auch hier so eine erste wackelige Abwärtsseite. Eventuell ist die noch nicht ganz abgeschlossen, aber auch hier können wir mal so diesen kleinen FIBO-Test machen. Das empfehle ich, macht das ruhig regelmäßig. Geh mal hier nicht auf Minute, so eng müssen wir es nicht machen, gehen wir mal auf 5 Minuten. Wenn ich mir das Ding hier angucke, einfach mal so FIBO-Testmäßig, dann sehen wir Rücksetzer, wenn sie vollumfänglich sind, gehen gerne so in diesen Bereich. Wir sind sehr auf der Oberseite. Das ist der Grund, warum ich sage, ja, so richtig wundern, wenn er nochmal einmal tiefer geht, dann wären wir immer noch hier in dieser Range sozusagen. Die geht von 3808 bis 3784, ein bisschen tiefer ist auch noch okay. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Zweiter Grund ist, dass natürlich auch das hier irgendwie noch ein bisschen doof aussieht mit dem starken Rücksetzer. Immerhin allerdings auch hier stark aufwärts, das, das. Also auch diese Marke hier, das ist das Zwischenhoch bei, jetzt müssen wir gucken, dass ich das hier auch hinkriege, dass das mir hochpoppt hier. Ihr seht das wahrscheinlich in Aufzeichnung jetzt nicht, aber das ist 6. Juli, 12 Uhr mittags. Also heute, 12.30 Uhr in etwa das Zwischenhoch. Und das war in etwa bei 3837 oder 38, so in der Richtung. Das wäre ein möglicher Trigger. Und ihr seht das schon hier im Kleinen abermals. Also häufig sage ich ja immer, ja, wenn er noch dieses macht, noch jenes macht. Ja, inzwischen, da haben wir aber ja fast alles schon gesehen dazu, was wir brauchen. Also ihr seht, diese Zwischenhochmarke wäre zumindest mal ein Versuch wert für eine Long-Geschichte. Oder wenn ihr Intraday noch intensiver unterwegs seid, wenn er jetzt das hier macht, wären das ebenfalls Anzeichen. Das sind alles keine Beweise, dass der Kurs nach oben geht, aber es zeigt, dass die Abwärtsseite eher schwach ist. Dadurch, dass wir neue Hochs dann haben, neue Zwischenhochs, ist also die Regelmäßigkeit fallende Hochs, fallende Tiefs durchstoßen. Und das indiziert halt, eine ganz gute Chance, dass der Kurs erstmal nach oben geht und das im Kleinen, im Mittleren, im Großen. Und was rede ich vom Großen? Im noch Größeren ja ebenfalls. Also ebenfalls hier gilt diese Zwischenhochmarke vom 5. Juli irgendwann, die wir da hatten, ebenfalls als möglicher Trigger hier für die Long-Seite. Den finde ich technisch nicht ganz so optimal. Aber es sind halt alles Brüche nach oben und ein Bruch nach oben ist erstmal so ein gewisses Zeichen dafür, dass der Markt das will. Und wenn das auf der kleinen Ebene passend ist, das heißt die Schubseite auch wirklich hochgeht, er also nicht aus Versehen da hochwackelt, sondern wirklich mit Schmackes, wie wir das hier ja intraday-mäßig hier gesehen haben, da durchgeht, dann sind das ganz gute Chancen. Vorsichtig, das sind jetzt keine Ankündigungen von wegen neuer Allzeithochs, sondern es geht im besten Fall immer das, was wir vorne hatten, hinten nochmal. Also, ganz vereinfacht gesprochen, damit ihr das schön nachexerzieren könnt, das Ganze. Wenn ihr hier vorne sowas habt, diese Korrektur, wie groß die auch immer ist, irgendwann zu Ende ist, dann das, was wir da haben, da hinten nochmal. Das ist immer die Aussagekraft. Das ist so das Mindeste, was man dem Markt eigentlich typischerweise abverlangt, wenn das so eine erste Welle ist. Das ist hier so halbwegs gegeben, weil der Kurs hier keine neuen Tiefs mehr hat. Also da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Das ist eine erste, diese Korrektur, also die zweite und dementsprechend eine Chance, dass wir zumindest mal das kriegen. Also das ist dann, kann man notfalls mit Zeigefinger Daumen machen, wenn man sagt, ich habe kein Chart-Tool parat, sag doch mal die Marke. Das hängt ja noch davon ab, wo das Tief hier nachher sein wird, aber ihr seht schon, das ist relativ leicht ungefähr abschätzbar, dass man da die gleichen Größen dann entsprechend kriegt. Also, die Aufwärtsseite sieht auch hier ganz gut aus. Jetzt wäre es hübsch, wenn der Nasdaq das ähnlich sieht und ihr seht den Nasdaq Future jetzt hier, auch wenn ich den nochmal einmal groß mache für die Smartphone-Betrachter hier dieser Videos,
Auch hier starke Richtung, schwache Richtung, auch hier im Kleinen starke Richtung, vielleicht jetzt schwache, die fehlt hier noch, deutet sich gerade so ein bisschen an. Aber ihr seht, die Logik ist exakt die gleiche dahinter und das ist immerhin mutbringend, dass der Kurs dann entsprechend weitergeht. Wie gesagt, der Clou der Sache ist nicht, dass das garantiert so passiert, sondern der Clou der Sache ist, zwei, nämlich Punkt 1, das passiert sehr häufig, das ist statistisch sehr relevant, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, das Chance-Risiko-Verhältnis für die Idee ist tendenziell nicht so schlecht, weil der Kurs ja relativ weit noch danach läuft, nämlich auch hier gilt natürlich, was er vorne konnte, dann hinten nochmal. Also insofern hat man die Chance, wenn es dann wirklich läuft, dass man einigermaßen begrenzt ist von den Risiken, die kann man einigermaßen eng dann absichern auf der Unterseite, aber eine ganz gute Zielweite entsprechend nach oben. Also die Voraussetzung gar nicht so schlecht, dass wir zumindest mal in den nächsten Stunden, vielleicht sogar auch Tagen, erst nochmal die Aufwärtsrichtung ein bisschen weiterspielen. Ich drücke euch ganz egal, wie ihr die Situation in den einzelnen Märkten seht, auf jeden Fall die Daumen, dass ihr so gut es geht, immer auf der richtigen Seite liegt. In diesem Sinne euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.